Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Landtagswahl in Bayern sind die Koalitionsparteien im Bund uneins über ihre Strategie für die Wahl am Sonntag. Die Liberalen wollen jetzt massiv um Zweitstimmen werben, nachdem sie in Bayern an der 5%-Hürde scheiterten. Sie können dabei aber nicht auf Hilfe der Union setzen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die CSU in Bayern auf 47,7% der Stimmen. Sie kann künftig wieder allein regieren. Die SPD legte leicht zu auf 20,6. Die Freien Wähler erreichten 9% und die Grünen 8,6. Die FDP zog mit 3,3% nicht mehr in den Landtag ein. Blumen sind Standard am Montag nach Wahlen. Das leicht eingefrorene Lächeln dazu nicht immer. Aber für die FDP geht es jetzt nicht mehr nur ums Ganze, sondern ums nackte Überleben. Also Zweitstimmenkampagne. Wer Merkel haben will, wählt auch FDP. Merkel-Stimme geht über FDP. Man kann damit die Koalition stärken und wählen. Von der CDU ist in dieser Hinsicht aber keine Unterstützung zu erwarten. Jeder kämpft für sich allein. Und Leihstimmen haben sich schon mindestens einmal nicht bewährt. Ich glaube, aus Niedersachsen haben wir auch ein bisschen was gelernt. Da gab es keine Zweitstimmenkampagne, aber viele haben sich Gedanken um die FDP gemacht und nachher haben ein paar Stimmen für die CDU gefehlt. Blumen, die zweite. Weglächeln hilft nicht. Seit gestern ist es für die Grünen amtlich. Ihre Schwäche ist kein Umfragegespenst mehr, sondern real. Insbesondere die Steuerdiskussion hängt am Wahlkampf wie Senkblei. Wenn sie allerdings verstanden wird als eine Debatte, wer treibt mehr Steuern ein, dann ist es sicherlich keine sinnvolle Debatte. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man auch als Grüne sagen muss, das haben wir nicht so richtig gut geschafft. Und nochmal Blumen. Christian Ude hat sich wacker geschlagen, finden die Genossen. Sie wittern Morgenluft. Die hohe Wahlbeteiligung in Bayern sei ein gutes Omen für den Bund. Viel Mobilisierung helfe viel und meist der SPD. Da ist eine Menge Bewegung drin. Und wir kämpfen dafür, dass es dann reicht für Rot-Grün. Alles andere sind alberne Spekulationen. Und wenn es dann doch nicht klappt, würden Sie bereitstehen. Denn ohne die Linke, findet die Linke, kann es keine Mehrheit jenseits von Merkel geben. Wenn SPD und Grüne sich hier nicht bewegen, wird am Ende einfach Angela Merkel entscheiden, mit wem sie weiter Kanzlerin bleibt. Die Enttäuschung in Bayern ficht die Partei nicht an. Für den Bund rechnet sie sich nach wie vor ein zweistelliges Ergebnis aus. München am Tag danach. Der Sieger gibt sich bescheiden, denn nach der Bayernwahl ist vor der Bundestagswahl, so Horst Seehofers Devise. Nur nicht glauben, dass alles schon gelaufen sei. Die absolute Mehrheit in Bayern dürfe für die CSU kein Grund zum Abheben sein. Wir müssen mit diesem Erfolg verantwortlich umgehen. Das heißt zuallererst, dass gegebene Worte einzuhalten sind, dass sie auch umzusetzen sind auf allen Ebenen. Dass wir bescheiden bleiben, auf dem Teppich bleiben. Und das heißt auch für alle CSU-Vorstandsmitglieder, die Seehofer am Morgen feiern, bloß keine Personalspekulationen, keine Ansprüche auf Kabinettsposten in Bayern anmelden, bevor die Bundestagswahl nicht erfolgreich überstanden ist. Die CSU kämpft für die Union im Bund, aber nur für sie. Eine Zweitstimmenkampagne für die FDP wird es auch in Bayern nicht geben. In seiner Doppelrolle in Bayern und Berlin fühlt sich Seehofer gestärkt. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen im Bund will er christsoziale Wahlforderungen wie die Pkw-Maut offensiv durchsetzen. Unser Bayernplan und die Punkte werden eingebracht dort. Und zwar nicht so beiläufig, sondern darum wird gekämpft. In jedem einzelnen Punkt. Verlassen Sie sich drauf. Für die CSU steht noch eine Woche lang der Wahlkampf für Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mittelpunkt. Danach könnte sich der Fokus wieder auf bayerische Interessen verschieben. Eine Woche vor der Bundestagswahl jetzt eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Es wird ein erbitterter Kampf um die Zweitstimmen zwischen Union und FDP. Sie sind jetzt Gegner im eigenen Lager. Für die Liberalen geht es ums Überleben. Der Schock von München hat fast panikartiges Verhalten ausgelöst. Selbst wenn sie es noch einmal knapp schaffen sollten, werden sie ein geschwächter Koalitionspartner sein, der aufpassen muss, nicht von einer starken Seehofer-CSU in einer möglichen neuen schwarz-gelben Regierung überrollt zu werden. Die SPD dagegen verbreitet zwar nach gestern weiter Hoffnung,
ahnt aber, dass das Resultat in Bayern nicht zu einem rot-grünen Sieg im Bund führen könnte. Hinter den Kulissen denkt man daher durchaus an eine große Koalition, auch weil der grüne Wunschpartner weiter schwächelt. Nun setzen die Grünen in der Schlusswoche nach ihren taktischen Fehlern wieder voll auf die Energiepolitik, in der Hoffnung, wenigstens in den letzten Tagen damit beim Wähler doch noch zu punkten. Zurück zu Judith Rakers. Der Spitzenkandidat der Grünen, Trittin, musste heute nicht nur Nachfragen zur Bayernwahl beantworten, sondern auch zur Pädophilie-Diskussion in der Frühphase seiner Partei. Trittin bedauerte, ein Kommunalwahlprogramm 1981 presserechtlich verantwortlich gezeichnet zu haben, in dem unter anderem Straffreiheit für Sexualität mit Kindern gefordert wurde. Das sei ein Fehler gewesen, so der Grünen-Politiker. Es waren nur militante Splittergruppen wie die sogenannten Stadtindianer, die in den Anfangsjahren der Grünen lautstark die Straffreiheit für Sexualität mit Kindern forderten. Doch weil sich die junge Partei auch als Sprachrohr solcher Minderheiten verstand, fand sich die Forderung noch bis 1989 in grünen Programmen wieder. Jahrzehnte später holen diese Verirrungen auch den heutigen Spitzenkandidaten ein. Das sind auch meine Fehler, die ich bedauere. Und es hat zu lange gedauert, bis wir Grünen im Jahre 1989 in dieser Frage die Korrektur vollzogen haben. Auch dieses von Trittin mitentworfene Wahlprogramm der Göttinger Grünen aus dem Jahre 1981 fordert die Entkriminalisierung von Sex mit Kindern. Das berichten in der heutigen Taz die beiden Göttinger Wissenschaftler, die im Auftrag der Grünen über das Thema forschen und auch Zwischenergebnisse jederzeit veröffentlichen dürfen. Das kann man durchaus so sagen, dass das mutig und hart zugleich ist, weil es eine doch sehr schonungslose Offenheit auch der Partei ist, auch was sich selbst angeht. Und das ist vermutlich auch bei dem Thema auch das Gebotene, was man machen muss. Die CDU greift Jürgen Trittin trotzdem scharf an. Das, was er dort unterschrieben hat, ist absolut indiskutabel und abscheulich. Und die Grünen sollten darüber nachdenken, ob sie mit dieser Besetzung weiter den Wahlkampf in der letzten Woche fortsetzen wollen. In der Substanz bringen die Vorwürfe gegen Jürgen Trittin nicht viel Neues. Doch für die Grünen rächt sich nun, dass sie dieses dunkle Kapitel ihrer frühen Geschichte viel zu lange verdrängt haben. Nun hängt es in der Endphase des Wahlkampfes wie ein Mühlstein an der ohnehin schwächelnden Partei. Knapp einen Monat nach dem Chemiewaffeneinsatz nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus ist der Bericht des Expertenteams der Vereinten Nationen veröffentlicht worden. Darin bestätigen die Inspektoren, wie erwartet, den Einsatz von Giftgas auch gegen Zivilisten. Sie stützen sich auf militärische Belege, auf medizinische Untersuchungen und Befragungen von Überlebenden. Eindeutige Schuldzuweisungen gibt es nicht. Der UN-Sicherheitsrat soll noch heute über den Bericht beraten. Es war das Giftgas Sarin. Diese Botschaft überbrachte heute UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dem Weltsicherheitsrat. In der Gegend von Ghouta wurden Chemiewaffen in relativ großem Ausmaß eingesetzt. Und das sind die Beweisfotos. Zitat aus dem Bericht: In explodierten Boden-Boden-Raketen, die für chemische Munition geeignet sind, wurde Sarin gefunden. Damit ist erstmals von unabhängiger Seite bestätigt, dass diese Menschen am 21. August durch Giftgas starben. UN-Inspektoren hatten vor Ort Beweise gesichert. Wer für den verheerenden Angriff verantwortlich zu machen ist, ist nicht Bestandteil ihres Berichtes. Die Regierung Syriens hat eingewilligt, ihr gesamtes Chemiewaffenpotenzial zu vernichten. Um dies zu überwachen, forderten heute die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der USA eine robuste Resolution im Weltsicherheitsrat, die als letztes Mittel auch einen Militärschlag ermöglicht. Wir müssen nun die Übereinkunft rasch in die Tat umsetzen, sodass von Assads Chemiewaffen keine Gefahr mehr ausgeht. Wenn Assad sich nicht an die Übereinkunft hält, dann sind wir uns alle einig. Und das schließt auch Russland ein. Dann gibt es Konsequenzen. Im Weltsicherheitsrat soll nun schnell eine Syrien-Resolution ausgehandelt werden. Die Bestrafung des Assad-Regimes für mutmaßliche Kriegsverbrechen wird darin kleingeschrieben werden. Jetzt geht es vor allem um eine schnelle und überprüfbare Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Eine Schießerei auf einem Marinestützpunkt mitten in der Hauptstadt Washington hat in den USA Entsetzen ausgelöst. Nach jüngsten Berichten gab es mindestens 12 Tote und 5 Verletzte. Ein Tatverdächtiger wurde getötet, nach 2 weiteren Schützen werde gefahndet, so die Polizei. Der Hintergrund ist unklar. Präsident Obama sagte, es werde alles getan, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die ersten Schüsse fallen kurz nach Arbeitsbeginn gegen 8.30 Uhr Ortszeit. Nur Minuten später ist der Marinestützpunkt im Südosten Washingtons umstellt von Sicherheitskräften. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Wir sahen den Täter im Flur. Als er uns bemerkte, hat er durchgeladen und auf uns geschossen. Stundenlang verschanzt sich einer der Täter in der Einsatzzentrale der Navy im Gebäude 197. Dort soll er auch überwältigt und erschossen worden sein. Bald aber wird klar, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handeln könnte. Unsere große Sorge ist, dass es möglicherweise noch zwei weitere bewaffnete Täter gibt, die wir nicht lokalisieren konnten. Wir haben noch keine Informationen darüber, dass es sich um Militärpersonal handelt, aber wir wissen, dass die Flüchtigen Uniformen tragen. Während die schwerverletzten Opfer in Krankenhäusern notbehandelt werden, durchkämmen schwerbewaffnete Sondereinheiten die angrenzenden Viertel Richtung Highway 695. Auch im Pentagon herrschen inzwischen höchste Sicherheitsvorkehrungen. Am Rande einer Pressekonferenz würdigt Präsident Obama die Opfer. Sie sind Patrioten, sie kennen die Gefahren bei Einsätzen im Ausland. Diesmal aber war es ein Akt unbegreiflicher Gewalt, den sie zu Hause nicht erwartet hatten. Noch weiß man nichts über die Hintergründe der Schießerei, doch nach neuesten Informationen soll der erschossene Täter ein Marineangestellter sein. Das erklärt, wieso er die strengen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Stützpunkt überwinden konnte. Nur 4 Kilometer vom Weißen Haus entfernt läuft eine fieberhafte Menschenjagd. Karstadt-Eigentümer Berggrün trennt sich von der Mehrheit an den Sporthäusern und den sogenannten Premiumhäusern. Dazu gehören unter anderem das KDW in Berlin und das Alsterhaus in Hamburg. Käufer ist ein österreichischer Investor. Die verbleibenden 83 Warenhäuser behält Berggrün. Er sprach von einem Beitrag zur weiteren Gesundung des Unternehmens und einem klaren Bekenntnis zum Geschäftsmodell Warenhaus. Die Gewerkschaft Verdi warnte dagegen vor einer Zerschlagung des Konzerns. Der Aktienindex DAX ist auf den höchsten Stand in seiner 25-jährigen Geschichte geklettert. Der deutsche Leitindex verzeichnete an der Frankfurter Börse zeitweise 8.626 Punkte. Hauptgrund war offenbar der Verzicht des ehemaligen US-Finanzministers Summers auf eine Kandidatur für den Chefposten der US-Notenbank Fed. Anleger hoffen dadurch auch weiterhin auf niedrige Zinsen. Vor der italienischen Insel Giglio läuft die bisher teuerste Bergung eines Schiffswracks. In einer beispiellosen Aktion wird das havarierte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia seit dem Morgen Stück für Stück aufgerichtet. Der Koloss soll später abgeschleppt und verschrottet werden. Die Costa Concordia war im Januar vergangenen Jahres auf einen Felsen gelaufen und gekentert. Bei dem Unglück kamen 32 Menschen ums Leben. Sie bewegt sich und sie dreht sich, die Costa Concordia. Allmählich werden die Bereiche sichtbar, die bisher unter der Wasserlinie lagen. Allerdings dreht sich das Wrack langsamer als erhofft. Die Arbeiten gehen die ganze Nacht weiter. Wahrscheinlich erst im Morgengrauen soll die Costa Concordia in der Senkrechten sein. Wir mussten einige der Ketten neu ordnen, die hatten sich verhakt, denn wir wollen die Sicherheit des Unternehmens auf keinen Fall gefährden. Mit so etwas muss man immer rechnen und deswegen kann man auch nicht von einer Verzögerung sprechen. Um 9 Uhr hatten die Techniker angefangen, über gewaltige ferngesteuerte Zugvorrichtungen das Wrack von dem Felsen zu lösen. Am Mittag begann die Drehung des Schiffes. Wenn die beendet ist, soll die Costa Concordia auf einer Plattform so groß wie 1,5 Fußballplätze zum Liegen kommen. Später werden an der bisher unter Wasser gelegenen Seite große Behälter montiert. Die sollen der Costa Concordia genug Auftrieb geben, damit sie abgeschleppt werden kann zum Abwracken auf dem Festland. Ein erster kritischer Moment ist heute Vormittag ohne größere Probleme vorübergegangen, als das Schiff vom Felsen gelöst wurde. Durch die gewaltigen Zugkräfte drohte es zu zerbrechen. Jetzt in der Endphase des Aufrichtens geht es darum, die Costa Concordia ein wenig abzubremsen, damit sie nicht umschlägt auf die andere Seite und im Meer versinkt. Dann wären nicht nur 500 Millionen Euro versenkt, das wäre auch eine große Katastrophe für die Umwelt. Die weiteren Fortschritte beim Aufrichten der Costa Concordia können Sie bei uns per Livestream verfolgen, noch bis Mitternacht auf tagesschau.de. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. September. Morgen beruhigt sich das Wetter kurzzeitig, bevor wir es ab den Abendstunden mit einem neuen Tief über dem Ärmelkanal zu tun haben. Es bringt kräftigen Regen und sorgt für viel Wind.
Zwischen Alpen und Donau regnet es in der Nacht länger, mitunter ergiebig. Am Tag hört es dort allmählich auf, sonst mal Sonne, mal Wolken, vor allem im Süden und Nordwesten Schauer. Am freundlichsten ist es zwischen Ostsee und Erzgebirge. Am Nachmittag ziehen im Westen Wolken auf, sie bringen gegen Abend Regen. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken, an der Nordsee mit stürmischen Böen. Am Abend lebt er im Westen spürbar auf. Es gibt steife Böen auf den Bergen von Eifel, Pfälzerwald und Schwarzwald Sturmböen. In der Nacht 11 Grad an der Nordsee, 3 Grad im Sauerland. Am Tag 9 Grad im Thüringer Wald, 17 Grad in Brandenburg. Am Mittwoch in Süddeutschland ergiebiger Dauerregen. Überflutungen zunächst an den kleineren Flüssen sind möglich. Am Donnerstag ist es vergleichsweise deutlich freundlicher, Schauer vor allem im Norden. Am Freitag mehr Wolken als Sonne. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Thomas Roth mit folgenden Tagesthemen. Gegen die Parteilinie, CDU-Kreisverband unterstützt Zweitstimmenkampagne der FDP. Und Kraftakt vor Giglio, wie es weitergeht mit den Arbeiten am Wrack der Costa Concordia. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.